bin ich zum Beispiel eine längere Zeit nicht in Deutschland. Ich war mal 5, 6 Wochen mal weg gewesen, ne, im Ausland, und ich komme wieder zurück, dann ist es diese. Auch wenn wirklich auf der Autobahn es grau ist und es wieder regnet, auch wenn es Stau ist, egal was es ist. Ich bin einfach froh, hier zu sein. Herzlich willkommen zu Eingebürgert, der Podcast. Das Wort eingebürgert hat ja zwei Bedeutungen. Einmal die amtliche Einbürgerung, also eine neue Staatsbürgerschaft anzunehmen. Aber es bedeutet auch, dass sich etwas eingebürgert hat. Etwas ist also zur Gewohnheit geworden. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Und um die Menschen, die den Weg der Einbürgerung gegangen sind. In der heutigen Folge geht es um die Geschichte von Joshua Oktay Milk. Er ist 42 Jahre alt, in Bottrop geboren und aufgewachsen. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Gelsenkirchen. Joshua hat schon öfter mal Entscheidungen getroffen, die sein Leben um 180 Grad gedreht haben. Erst war er Bürokaufmann, jetzt ist er Pastor in einer freievangelischen Kirche. Seinen türkischen Pass hat er gegen den deutschen getauscht. Doch eines hat sich für ihn nie verändert. Joshua lebt schon sein ganzes Leben in Nordrhein-Westfalen. Denn das ist seine Heimat. Und seine Geschichte erzählt euch Lena Klitzner. Rock'n'Roll, Studentendemos und der unerwartet schnelle Wirtschaftswachstum in Deutschland in den 60er Jahren. Genau zu dieser Zeit kommen auch die Eltern von Joshua mit ihren 4 Kindern als Gastarbeiter nach Deutschland. Eigentlich will die Familie später wieder in ihr Heimatland zurück, aber daraus wird nichts. Meine Eltern haben sich bewusst für Deutschland entschieden. Es war auch kein fremdes Land gewesen, weil, ich würde mal sagen, unser ganzes Dorf war dann hier gewesen, im Umkreis von 200, 300 Kilometer. Daher war es jetzt kein fremdes Land, ja schon, aber man war nicht einsam gewesen. Der Cousin, der Bruder, der Cousins Cousin und die Kinder und, die waren alle hier gewesen. Und das war ein ganz anderer Umstand, aber es war sehr schön. Joshua ist das 5. Kind und der einzige, der in Deutschland geboren wird. Eigentlich kommt die kurdische Großfamilie aus Kars, eine Stadt im äußersten Osten der Türkei. Sie liegt in den Bergen, nicht weit weg von der armenischen und georgischen Grenze. Joshua, fährst du da auch mal hin? Also ich bin gerne dort, weil es eine ganz andere Lebenslage ist. Ich mag keine Strände oder keine Hotels, so Massentourismus. Ich liebe Kultur, ich liebe einfach die Natur und mag Menschen. In Kars bin ich auch gerne, weil einmal, wie gesagt, die Lebenslage ganz anders ist und auf der anderen Seite ist mein Erbe dort. Für Joshua ist und bleibt die Türkei aber nur ein Land zum Urlaub machen. Eine Verbindung baut er nie wirklich auf. Seine Heimat, sagt er, ist Deutschland. Aber was heißt das eigentlich für dich? Heimat bedeutet deine Erinnerung. Das ist da, wo du an Orte gehst, wo du siehst, hier hast du als Kind in diesem Sandkasten gespielt. Das sind deine Freunde. Das ist da, wo du das erste Mädchen geküsst hast. Also all deine ganzen Erinnerungen, das sind so deine Freunde, das ist deine Wurzel. Hier ist dein Leben. Und wenn ich im Ausland bin, egal wo ich bin, wird immer hier der Ort sein, wo ich einfach sage, ich kenne nichts anderes. Ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Menschen. Das bedeutet Heimat. In Deutschland wächst er auf, geht zur Schule, findet Freunde und lernt seine große Liebe Christine kennen. Während Joshua studiert, telefonieren die beiden und zwar ständig. Am Telefon habe ich ihr dann erzählt, boah, heute war einer der schrecklichsten Tage meines Lebens. Eine Kommilitonin sagte zu mir, du redest wie ein Ausländer. Und natürlich, wie ein Ausländer zu reden, ne, wenn du hier geboren, aufgewachsen bist. Schon so ein harter Tobak, wenn man dann so hört, hey, du hast dich gar nicht sprachlich so entwickelt, dass du dich auch akzentfrei äußern kannst und. Ja, dann sagte meine Frau, nein, du redest nicht wie ein Ausländer, du redest wie ein Roboter. Ne? Das macht den feinen Unterschied und darauf war ich stolz gewesen. Ja, hasse bisse Kanzler. Joshua redet aber nicht nur wie ein Roboter, er fühlt sich auch so. Seine Eltern haben dieses Gefühl nie so entwickeln können wie er.
War es für Sie eigentlich schon immer klar, dass Sie sich nicht einbürgern lassen? Dadurch, dass meine Eltern natürlich ihre tiefen Wurzeln noch, ne, in der Türkei haben, sprich auch das Erbe, was sie haben und war es wichtig, dass sie dies nicht verlieren. Und somit haben sie sich gar nicht überlegt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, sondern haben die türkische Staatsbürgerschaft mit Freuden bis Ende beibehalten. Anders als seine Eltern hat Joshua kein Problem damit, seinen türkischen Pass abzugeben. Also lässt er sich mit 20 Jahren einbürgern. Joshua ist nämlich von der Bürokratie genervt und auch ein bisschen von seiner eigenen Vergesslichkeit. Denn seine Meldebescheinigung verliert er als Teenager öfter mal. Aber für ihn ist das nicht der einzige Grund und das erklärt er während des Einbürgerungsprozesses auch seinem Sachbearbeiter. Warum wollen Sie ein Deutscher werden? War ganz konkret die Frage. Ja. Weil ich hier in Deutschland geboren, aufgewachsen bin, weil ich mich engagieren will, weil ich dazugehören will, weil ich mich dadurch identifiziere, weil ich wählen will. Es ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig zu sagen, ich unterstütze diesen Gedanken, ich unterstütze diese Demokratie, ich unterstütze es einfach. Und wenn ich es durch meine Stimme tun kann, dann möchte ich es tun. Und natürlich letzten Endes, was dann auch wirklich der Grund war, ist, Herrgott nochmal, ich träume auf Deutsch. Wie sehr soll ich denn noch Deutsch sein? Eine bessere Antwort hätte Joshua auf diese Frage wahrscheinlich gar nicht geben können. Für ihn ist der deutsche Pass viel mehr als nur ein Stück Papier. Also die deutsche Einbürgerung ist wie so ein goldener Pass. Abgesehen davon, dass man sich hier in dem Land, wo man eingebürgert ist, sich auch viel mehr gesellschaftlich engagieren kann. Also angefangen von, ich beschäftige mich jetzt mit der Politik, die letztlich jeden angeht, die letztlich so meine Grenzen oder meine Freiheiten bestimmen. Abgesehen davon ist es ein großer Vorteil, wenn man in ein Ausland reisen will. In jeglichen Bereichen ist man gesichert. Und jetzt dreht sich Joshuas Leben zum ersten Mal um 180 Grad. Vom türkischen zum deutschen Pass. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her. Bezeichnest du dich heute als Deutscher oder als Kurde? Bei den Türken bin ich ein Kurde. Bei den Kurden bin ich ein Deutscher. Und bei den Deutschen bin ich ein Türke. Was bin ich? Daher ist für mich diese deutsche Staatsbürgerschaft schon gar keine Frage mehr. Es ist einfach nur ein Siegel auf die Persönlichkeit, die auch in mir drin ist, dass ich auch sagen kann, dass ich ein Deutscher bin. Egal ob Kurde, Deutscher oder Türke, Joshua übernimmt nicht nur die drei Sprachen, sondern auch gleich mehrere Kulturen. Wie die Mentalität von seinen Eltern. Die Gastfreundschaft ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn man zu Besuch kommt, ist es für den Gastgeber sehr wichtig, so viel zu essen und so viel vielfältig zu essen, wie es nur geht. Wenn man in eine orientalische Familie geht, wird man immer dreimal gefragt. Man fühlt sich wohl als Gastgeber, wenn Tisch gedeckt ist. Er steht gerne in der Küche, probiert da auch mal Neues aus und so wird sein Essen immer internationaler. Vieles guckt er sich bei seiner Mutter ab. Was die Küche angeht, das Essen angeht, meine Mutter ist die beste Köchin. Ich weiß, das sagt jeder über seine Mama. Meine Mutter war aber wirklich eine leidenschaftliche Köchin gewesen. Sie hat dann nicht nur die traditionellen Gerichte, die sie gelernt hat, gezaubert. Es fing an mit Suppe, Hauptgericht, Nachtisch. Und immer anders. Doch alles nimmt Joshua von seinen Eltern dann doch nicht an. Er wird muslimisch erzogen. Religion und Glauben sind der Familie sehr wichtig, vor allem seinem Vater. Doch Joshua entdeckt mit Anfang 20 den christlichen Glauben für sich. Also konvertiert er vom Islam zum Christentum. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Ohne eine Familiensitzung herbeizurufen, ohne zu sagen, was denkt ihr jetzt darüber? Es gab natürlich einen riesen Crash, als meine Familie das gehört hat. Aber dennoch konnten sie sehen, dass mein Leben sich wirklich zum Positiven geändert hat. Es fand eine Veränderung, eine 180-Grad-Veränderung im Herzen statt und ich durfte den Frieden mit meiner Familie halten.
Und das ist noch nicht alles. Joshua gibt sogar seinen sicheren Job als Bürokaufmann auf und stellt sein Leben damit nochmal völlig auf den Kopf. Er studiert Theologie. Und 2009 leitet Joshua das erste Mal einen Gottesdienst als Pastor in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Heute predigt er sogar in seiner eigenen. Joshua hat dieses Gefühl von Zugehörigkeit ja auch nochmal ganz anders erlebt, als er seinen deutschen Pass dann in der Hand hat. Joshua, wann hast du den eigentlich zum ersten Mal benutzt? Das war in der Videothek gewesen. Wie stolz ich da war, keine 5 Mark mehr zu bezahlen für eine Meldebescheinigung, und bin dann hingegangen. Und dann bin ich natürlich in die Bücherei gegangen und brauchte dann auch keine Meldebescheinigung und. Also es war, da war ich stolz wie Oscar gewesen, der so seinen Ausweis dort hingelegt hat und sich anmelden durfte. Doch, das war herrlich, wirklich, das war schön. Auch Joshuas Frau ist eingebürgert. Sie hat sogar 2 Pässe, nämlich den deutschen und den peruanischen. Und auch ihre Kinder haben beide die doppelte Staatsbürgerschaft. Obwohl es für Joshua keine große Sache ist, den türkischen Pass gegen den deutschen zu tauschen, hat er sich vor der Einbürgerung viele Gedanken gemacht. Also es ist sehr wichtig, wenn ich mich einbürgern lassen will, warum, wieso, weshalb. Du hast Verantwortung, du bist mit dabei und du kannst wirklich deine Gesellschaft mitgestalten. Das heißt, du kannst sogar Bürgermeister werden. Du kannst Oberbürgermeister werden. Du kannst mit dieser Staatsbürgerschaft so viel erreichen. Ich denke, die Möglichkeiten müssen gesehen werden, und die Identität, die wirklich eine sehr wichtige Rolle spielt, muss gesehen werden. Ich habe dadurch eine neue Verantwortung, auch ein Teil neue Identität. Ich gehöre dazu. Nicht, dass diese Identität sich 180 Grad ändert, sondern das bringt mich weiter. Joshua hat vieles in seinem Leben verändert. Er tauscht den türkischen Pass gegen den deutschen, er konvertiert vom Islam zum Christentum und er gibt seinen Bürojob auf, um Pastor zu werden. Doch seine Identität, die verändert er durch all diese Entscheidungen nie. Das, was eigentlich über Amerika jahrzehntelang gesagt wurde, das Land, wo deine Träume wahr werden, ist für mich Deutschland. Das war die Einbürgerungsgeschichte von Joshua Oktay-Milk. Ihr interessiert euch auch für die Einbürgerung? Mehr Informationen zum Thema findet ihr unter www.mkffi.nrw. Dieser Podcast ist eine Produktion des Instituts für Journalismus und Public Relations der Westfälischen Hochschule. Die Produktion wird gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.